Hallo an alle und herzlich willkommen zur wohl bescheidensten Folge vom Minecraft Flow Zirkus. Mir ist eben der größte, dümmste, keine Ahnung was Fehler passiert, worüber ich mich gerade so aufrege, weil ich einfach nicht mal was dafür kann. Ich habe gerade knapp 50 Minuten hier aufgenommen und die Aufnahme ist einfach weg. Das sollte eine Folge werden. Ich dachte so, ja, ich stecke richtig die Bearbeitungszeit in das Video rein. Und ihr merkt vielleicht, wie traurig ich gerade bin. Ich finde das gerade richtig traurig, dass es so passiert ist. Und es ist so gewesen, ihr seht es. Ich habe Bücher und Federn. Und ich habe was bekommen. Und zwar werde ich das jetzt mal ganz kurz in Ruhe gleich durchlesen. Ich glaube, ich habe das jetzt auch schon dreimal durchgelesen oder so. Ich weiß nicht, welches das war. Ich glaube, es war das hier. Genau, das Buch habe ich halt im Briefkasten gefunden. Am Anfang der Folge. Leider ist mir die Aufnahme, wie gesagt, weg. Deswegen versuche ich euch das jetzt ein bisschen nachzuerzählen. Ich habe, glaube ich, noch die Original-Audiospur. Zumindest jetzt noch nicht, aber gleich. Ich gucke gleich mal, ob ich das irgendwie so einschneiden kann, dass das dann halbwegs passt. Seien Sie gegrüßt, Herr Neo. Es wird Zeit, dass Sie Ihre erste Aufgabe erledigen. Um zu beweisen, dass Ihr Platz auf dem Server auch gerechtfertigt ist. Begeben Sie sich daher zu folgenden Koordinaten. Die Koordinaten habe ich dann besucht. Dort werden Sie einen Höhleneingang finden. Folgen Sie diesen, bis Sie in einen kleinen Raum gelangen. Bestehen Sie Ihre erste Aufgabe, so erhalten Sie einen Code. Nur dieser Code wird Ihr Überleben garantieren können. Viel Erfolg. E.K. PS, bitte zeichnen Sie Ihren Kampf gegen den Tod auf, damit ich überprüfen kann, ob alles regelkonform war. Leider ist diese Sache nicht vorhanden, wie ich es euch bereits mitgeteilt habe. Ich verarsche euch jetzt auch gerade nicht oder so. Ich habe es leider einfach wirklich nicht geschafft, vernünftig aufzunehmen. Meine Aufnahme war weg und ich war schon so weit gekommen, denn dann war ich in diesem Dings da drinne, in diesem Raum. Und ich habe die Audiospur noch und deswegen werde ich euch das jetzt quasi einblenden. Ich werde euch jetzt so ein Bild mit Paint hier irgendwo einblenden und dann hört euch das einfach mal an. Ich hoffe, man versteht das so halbwegs. Nun sind wir am Ziel unserer Reise. Mist, hätte ich den Camcorder mal früher angeschaltet. Da vorne, als ich über die Druckplatten gegangen bin, hat sich mir der Weg versperrt. Was stand noch mal im Buch? Was ist nicht allgegenwärtig? Jetzt müssen wir überlegen. Ist die Vergangenheit allgegenwärtig? Ist die Gegenwart allgegenwärtig? Ist die Zukunft allgegenwärtig? Oder ist einfach nichts allgegenwärtig? Oder ist nicht nichts allgegenwärtig? Da müssen wir uns jetzt erstmal Gedanken drüber machen. Es ist nicht einfach, das jetzt sozusagen. Erstmal müssen wir vielleicht überlegen, was das Wort allgegenwärtig überhaupt bedeutet. Also, womit wir täglich konfrontiert werden. Was uns täglich quasi, ja, was uns täglich wirklich irgendwie weiterbringt oder halt auch eben nicht. Heißt etwa nichts, weil die Zukunft ist für uns gegenwärtig. Die Gegenwart ist für uns allgegenwärtig und die Vergangenheit ist für uns allgegenwärtig. Wenn wir jetzt sagen, nichts ist nicht allgegenwärtig, dann sagen wir quasi, dass alles allgegenwärtig ist. Und deswegen hoffe ich mal, dass es die richtige Entscheidung war, auf nichts zu gehen. Was ist passiert? Ein Buch. Dann haben wir, wie ihr eben vielleicht schon gemerkt habt, dieses Buch hier bekommen, was ich jetzt in der Hand halte, dieses hier. Dort steht drinne: Herzlichen Glückwunsch, Sie haben den ersten Test erfolgreich bestanden. Ihr Code lautet Zunderfamilie. Bitte werfen Sie ein signiertes Buch in die Kiste an folgenden Koordinaten ein. X-6, Y-65, Z.
73. Da bin ich dann hingegangen, soeben gerade, da komme ich gerade wieder, weswegen ihr auch noch seht, dass ich die Koordinaten anhabe. Hab dann dieses Buch da reingeworfen und hier steht noch was. Haben Sie dies getan, werden Sie bald weitere Aufgaben erreichen. In dieser Kiste befinden sich außerdem eine kleine Belohnung. Wir lesen uns. Also, wie gesagt, ich habe die Aufgabe abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ganz regelkonform war. Zwei Sachen habe ich da bekommen. Nämlich einmal das hier, was ich jetzt gerade in der Hand halte. Der Diamant. Und das Eisenerz. Ist auf jeden Fall sehr cool, meiner Meinung nach, gewesen. Leider habe ich, wie gesagt, die Aufnahme destroyed und alles ist im Arsch. Und, ja, das ist jetzt das Problem und ich werde jetzt auch nicht mehr weiter aufnehmen und es tut mir einfach so leid. Man kann das ja eventuell sogar so ein bisschen mit dem Roleplay da begründen. Nämlich, man kann einfach sagen, die Kamera, die ich mitgenommen hatte, da hatte ich einfach dieses Ding vor der Kamera. Ihr wisst, was ich meine, dass die da so geschützt ist vor Staub und so. Und das habe ich vergessen abzumachen und deswegen habe ich es nicht geschafft, da drinnen aufzunehmen. Würde einiges erklären, meiner Meinung nach, warum ich gerade so verpeilt war. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt akzeptieren. Tut mir auf jeden Fall da sollten wir gar nicht rein. Tut mir auf jeden Fall außerordentlich leid. Ich hoffe, sowas kommt nie wieder vor. Ich muss einfach mal gucken, woran das Problem liegt. Eventuell werde ich das Aufnahmeprogramm mal irgendwann wechseln müssen. Denn ich nehme ja mit dem MSI Afterburner auf, wie ich es euch ja bereits schon öfter gesagt habe. Ich hatte damit wirklich nie Probleme und in letzter Zeit eigentlich ständig. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Das liegt vielleicht an einer alten, veralteten Java-Version oder sowas ähnliches. Was soll das denn sein hier? Das beunruhigt mich ja schon fast wieder. Ein wenig. Und das sind halt die Sachen, die mich gerade einfach wirklich so richtig, das hat mich gerade einfach down gemacht. Ich hing hier gerade ungefähr so vor dem Mikrofon und hab mir gedacht, scheiße, 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 warum funktioniert die Kacke nicht, dass ich einfach mal vernünftig aufnehmen kann? So wie ich das will. Das ist mir leider nicht aufgefallen. Ich weiß leider nicht, was das Problem war. Das ist das Problem. Und ich weiß nicht, was ich machen soll bei solchen Sachen. Diese Sachen, die machen mich down. Das ist einfach so eine Sache, die macht einen wirklich down, wenn man sich Mühe gibt auf YouTube. Und dieser Janis hat das hier übrigens gebaut. Als ich hier angefangen habe, so einen Brunnen zu bauen und meiner total hässlich wurde, hat der ihn übernommen. Er hat meine Ideen übernommen. Also dieses mit dem Wasser und unter dem Weg durch und so. Ist auf jeden Fall ganz cool. Ich finde das gerade ehrlich gesagt ziemlich dezent kacke, dass das jetzt so passieren musste, wie es jetzt passiert ist. Das tut mir wirklich leid. Ich hätte das gerne anders gemacht. Ganz ehrlich jetzt. Weil es war richtig cool. Also ganz ehrlich, Mann, das ist nicht wahr. Aber so ist das halt. Aufnahmefehler passieren auch mir. Ich bin eh nicht der Professionellste, also Aufnahmefehler passieren also auch mir. Tut mir leid für die Person, die sich da so viel Mühe mitgegeben hat. Mir tut das auch persönlich richtig leid. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Tut mir leid. Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo wir wahrscheinlich wieder ein bisschen Freak-Achievements machen werden. Dankeschön fürs Zusehen. Macht's gut. Haut rein. Und tschüss.